Liebe Genossinnen und Genossen, liebe Freundinnen und Freunde, verehrte Gäste, die müssen ja nun auch mal begrüßt werden, finde ich. Ich will zu mehreren Themen etwas sagen und möchte zunächst mal darauf eingehen, dass ich ja zu Beginn des Wahlkampfes gesagt habe, dass er lahm verläuft. Und er verlief auch lahm. Es wollte ja keine richtige innere Spannung hochkommen. Inzwischen wird der Wahlkampf immer spannender. Und das hat nicht mit den Personen Merkel und Steinbrück zu tun, sondern damit zu tun, dass plötzlich die Konstellationsfragen spannend geworden sind. Und ich finde, wir müssen doch mal begreifen, welchen ungeheuren Gewinn wir erreicht haben. 17% wollen Rot-Grün und 15% wollen Rot-Rot-Grün. Das hat es noch nicht gegeben, dass das so nah beieinander liegt. Ganz egal, was daran real ist. Und die Medien nehmen dieses Thema auf. Vor 4 Jahren hätten die sich gar nicht dafür interessiert. Vor 8 Jahren auch nicht. Das wäre ihnen völlig absurd gewesen. Wir haben doch eine Akzeptanz erreicht in der Gesellschaft, was Ausdruck einer harten, jahrelangen Arbeit ist. Und darauf können wir durchaus stolz sein. Und das müssen wir auch rüberbringen in diesem Wahlkampf. Dann wird als zweites immer gesagt, ja, wir würden Haltelinien zeigen. Ich kenne keine Partei, die keine Haltelinien hat. Das ist doch selbstverständlich. Wenn wir wirklich in eine Koalition gingen und dann unsere Richtung veränderten, also nicht mehr so lang ging, wie wir erzählt haben, sondern so lang ging, können wir unsere Sachen packen und nach Hause gehen. Das wird es mit uns ganz bestimmt nicht geben. Und das ist doch richtig, das vorher schon deutlich zu sagen. Ich verstehe die ganze Aufregung nicht. Wenn man Gespräche führt, kann es Kompromisse geben, aber doch nur in der Länge des Schritts, nicht in der Richtung des Schritts. Auch das müssen wir ganz klar sagen. Aber das eigentliche Problem haben doch gar nicht wir. Das eigentliche Problem haben doch SPD und Grüne. Sie sind doch diejenigen, die das ausschließen. Und selbst rechte Journalisten sagen, es ist das letzte Mal, dass sie das ausschließen können. Und danach wird es rappeln im Karton der SPD und auch bei den Grünen. Denn wenn die SPD wieder eine große Koalition macht, wird sie weiter verlieren. Sie wird der Union immer ähnlicher. Man fragt sich ja, wozu dann noch eine SPD? Ich sage es noch einmal, wir überfordern sie doch nicht. Wir wollen doch nicht, dass die SPD links von der SPD steht. Wir wollen doch nur, dass sie wieder sozialdemokratisch wird, wie sie immerhin unter Brandt noch war. Das ist doch wohl das Mindeste, was man von ihr fordern kann. Und dazu ist sie gegenwärtig nicht bereit. Und deshalb sage ich, bei solchen Gesprächen kommt es auf die Inhalte an, nicht auf die Personen. Und das ist doch das, was der SPD solche Schwierigkeiten bereitet. Warten wir die Entwicklung ab. Das kann in den nächsten 4 Jahren spannend werden. Aber ich will zu einem anderen Thema kommen, zu dem, was Dietmar gerade gesagt hat. Das stimmt. Ich habe im Bundestag gesagt, wir sind inzwischen die Partei der Deutschen Einheit. Ich habe gesagt, inzwischen. Ich verfälsche Geschichte nicht. Aber inzwischen stimmt das. Und zwar, weil wir die Einzigen sind, die vehement dafür kämpfen, dass man endlich den gleichen Lohn für die gleiche Arbeitszeit in Ost und West bezieht und übrigens auch die gleiche Rente für die gleiche Lebensleistung. Und wer das nicht will, der spaltet. Und wer das will, der vereint. Und ich muss durch viele Städte der alten Bundesländer fahren und Aufklärung leisten, weil es eine bebilderte Zeitung gibt, die immer gerne gegenüberstellt die Durchschnittsrente eines Rentnerehepaars Ost und West, gesetzliches Rentnerehepaar Ost und West. Und dann kommt immer raus, das Paar im Osten hat mehr als das Paar im Westen. Und dann muss ich immer durch die Länder ziehen, weil ich im Fernsehen nicht die Chance bekomme, das so ausführlich darzustellen und sage, ja, also erstens, war es bei der heutigen Rentnerinnen- und Rentnergeneration so, dass Frauen in Ost und West viel gearbeitet haben, aber die Frauen im Osten haben Erwerbsarbeit gemacht, was im Westen sehr viel seltener war. Und 2 Renten sind in der Regel höher als 1 Rente. Das kriege ich noch hin. Dann kommt das Zweite, dass ich erklären muss, es gibt im Osten keine Betriebsrenten und keine Lebensversicherungen für diese Rentnerinnen und Rentnergeneration. Natürlich, viele Rentnerinnen und Rentner in den alten Bundesländern haben auch keine Lebensversicherung, auch keine Betriebsrente. Aber es gibt welche, die haben sogar beides. Die Betriebsrenten wurden per 3. Oktober 1990 im Osten alle gestrichen. Und Lebensversicherungen dieser Art gab es gar nicht. Das heißt, im Osten leben die Menschen ausschließlich von der gesetzlichen Rente.
Im Westen zum Teil, aber zum Teil haben sie auch noch weitere Strukturen. Und das Dritte ist das Entscheidende, es gibt im Osten keine Pensionärinnen und Pensionäre. Das heißt, der Gerichtsmedizinprofessor, der sich hochgeklagt hat bis zum Bundesverfassungsgericht und dort eine gute Rente erreicht hat, die ihm auch in jeder Hinsicht gegönnt sei, bekommt aber im Osten eine gesetzliche Rente. Im Westen wäre er natürlich ein verbeamteter Professor gewesen und bekäme eine Pension. Deshalb, wenn man es schon gegenüberstellt, müsste man im Westen die Pension mit einrechnen, aber das macht die bebilderte Zeitung nicht. Deshalb entsteht ein falscher Eindruck und ich fahre von Stadt zu Stadt in den alten Bundesländern, rede mit den Rentnerinnen und Rentnern und kläre sie auf. Ich muss sie auch noch dahingehend aufklären, dass man die Beiträge aus den 50er und 60er Jahren heute nicht mehr in der Rentenkasse hat, sondern das, was man heute einzahlt, wird auch heute ausgezahlt. Aber ich leiste diese Aufklärungsarbeit, denn die Menschen wollen die Einheit, aber die Politik will sie nicht. Sie spaltet hier an der falschen Stelle und das müssen wir endlich überwinden. Und ich sage es noch einmal, weil es mir so wichtig ist. Schon bei der Herstellung der Einheit konnte die Bundesregierung nicht aufhören zu siegen. Das ist ein Problem der Einheit bis heute. Bis heute. Weil die Menschen in den alten Bundesländern kein Vereinigungserlebnis hatten. Es hat das Selbstbewusstsein der Ostdeutschen gedämpft, das war die eine Folge. Aber die andere Folge war, dass die Menschen in Passau, in Kiel, in Frankfurt am Main nichts damit verbinden, dass es ihnen besser gegangen sei nach der Einheit. Hätte man 10 Strukturen aus dem Osten, wie die Polikliniken, die jetzt Ärztehäuser heißen, oder die Berufsausbildung mit Abitur, oder andere Dinge eingeführt im Westen, zum Beispiel das flächendeckende Kindertagesstättennetz und sonst gesagt, alles Mist, muss alles überwunden werden, aber die 10 Sachen übernehmen wir. Dann hätte die Frau in Passau und der Mann in Kiel das Erlebnis, dass durch die Vereinigung seine Lebensqualität in 10 Punkten erhöht wurde. Das ist ihnen nicht gegönnt worden. Und deshalb wiederhole ich, wenn ich in Passau aufgewachsen wäre, sehe ich das so, dann würde ich sagen, ich habe damals ein Glas Sekt getrunken, die Einheit ist hergestellt, habe ich mich gefreut mit meiner Frau. Seitdem merke ich, mit mir geht es sozial bergab. Dann stelle ich fest, dieser Osten ist ein Fass ohne Boden. Da steckst du lauter Geld rein, aber es kommt keins raus. Dann stelle ich fest, die Ostdeutschen nörgeln und außerdem wählen sie komisch. Das wäre meine Einschätzung. Und genau dagegen müssen wir vorgehen. Und deshalb sage ich, wir sind die Partei der Einheit inzwischen, weil wir dagegen ankämpfen und weil wir wollen, dass wir gleiche gesellschaftliche Strukturen in Ost und West haben. Und es wird auch höchste Zeit, das zu erreichen. Und zwar im Interesse des Ostens und des Westens. Anders geht es nicht. Und wir sind auch breiter geworden in der Frage, welche Menschen wir ansprechen. Wir haben ein Papier beschlossen, wonach der Sozialstaat endlich auch zu den Selbstständigen, zu den Freiberuflerinnen und Freiberuflern gehen muss. Das wird auch höchste Zeit. Ich kann das jetzt nicht im Detail erläutern. Aber ich sage euch, da gibt es ganz viele, die sind überhaupt nicht altersversorgt, sind natürlich schon gar nicht versorgt in Frage von Arbeitslosigkeit etc. Und bei denen kommt ja keiner und hilft, wenn sie kurz vor der Insolvenz stehen. Man kommt ja nur bei Banken und übernimmt alles. Wobei ich es ja am unverschämtesten finde, dass die Aktionäre nicht mehr haften. Die können sich verspekulieren weltweit. Sie kriegen ja alles von den Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern erstattet. Das ist überhaupt ein Undenk, was da passiert. Die Guthaben der Bürgerinnen und Bürger und der Unternehmen kann man retten, aber nicht das Anteilseigentum und nicht das Aktieneigentum. Da müssen die genauso pleite gehen wie alle anderen. Und ich sage es noch einmal, wer sich eine Bankaktie kauft und seine Bank geht pleite, hat eben Pech gehabt. Deshalb habe ich ja in meinem ganzen Leben auch nur eine einzige Aktie gekauft, die vom 1. FC Union. Aber da wusste ich gleich, dass ich nichts wieder kriege, weil davon ja das Stadion gebaut wurde. Das war ja auch in Ordnung. Und zweitens müssen wir auch der Mitte der Gesellschaft mal erklären, dass wir die Einzigen sind beim Steuerrecht, die ja Steuergerechtigkeit fordern. Wir fordern ja nicht nur Steuererhöhung, die auch, die Millionärssteuer, ist schon drüber gesprochen worden. Aber wir fordern ja auch Steuersenkung. Und zu diesen Steuersenkungen gehört nicht nur die Erhöhung des Freibetrages, nicht nur, dass wir die Stromsteuer in dem Maße senken wollen, wie die EEG-Umlage eingeführt wird, nicht nur, dass wir die Mehrwertsteuer von 19% auf 7% reduzieren wollen bei Produkten und Dienstleistungen für Kinder, bei rezeptpflichtigen Arzneien, beim öffentlichen Nahverkehr und beim Handwerk. Zum Beispiel, damit sich auch die Reparatur im Vergleich zur Neuanschaffung wieder lohnt und damit auch das Handwerk gestärkt wird. Nein, dazu gehört auch die Beseitigung des Mittelstandsbaus. Wir sind die Einzigen, die das fordern. Das kostet übrigens 30 Milliarden Euro. Und eingeführt wurde der Mittelstandsbau von Weigel. Und danach ist das nie wieder korrigiert worden. Und dahinter steckt eine Idee.
Der finanziell untere Teil der Gesellschaft kann die Gesellschaft nicht finanzieren. Wovon denn? An die Reichen wollen sie nicht ran und trauen sich nicht ran. Und deshalb muss die Mitte der Gesellschaft alles bezahlen. Das ist die Antwort. Deshalb haben wir da diesen Steuerbau. Das sind eben die Lehrerinnen und Lehrer. Das sind die Facharbeiterinnen und Facharbeiter. Das sind die Meisterinnen und Meister. Das sind viele Selbstständige. Das sind die Polizistinnen und Polizisten. Es ist die ganze klassische Mitte der Gesellschaft. Die Einzigen, die fordern, diesen Mittelstandsbauch zu beseitigen, das ist die Linke. Aber es geht nur, wenn wir den Spitzensteuersatz erhöhen, weil von dieser Lohn- und Einkommenssteuer leben gerade auch die Kommunen und die sind heute schon pleiter, die können nicht noch pleiter werden. Deshalb sagen wir, wir garantieren die gleichen Einnahmen. Spitzensteuersatz erhöhen, Freibetrag erhöhen und natürlich den Mittelstandsbauch endlich beseitigen, damit nicht die Mitte der Gesellschaft alles bezahlt, die leistet sowieso ihren Anteil, sondern damit endlich die Reichen herangezogen werden, das zu bezahlen, wozu sie in der Lage sind. Und ich sage es nur ganz kurz. Das Argument, dass die sich ja alle immer der Steuerpflicht entziehen, da gibt es zwei Gegenargumente. Bei den Konzernen müssen wir endlich mal eins sagen, Steuern sind zu bezahlen, wo die Wertschöpfung stattfindet. Das heißt, wo die Produktion stattfindet oder die Dienstleistung erbracht wird. Nicht für irgendein Präsident sich ein halbes Zimmer in Liechtenstein gemietet hat. Das muss aufhören. Wo die Wertschöpfung stattfindet, übrigens auch für die Kommunen muss das gelten, dort sind die Steuern zu bezahlen. Das müssen wir durchsetzen. Dann hört die ganze Trickserei auf. Und deshalb noch ein Satz zu den Steuerschlupflöchern. Es gibt ja in der Presse, dass sie immer die Steuerschlupflöcher leugnen. Aber ich muss mal sagen, die Steuerschlupflöcher werden nicht von den Konzernen beschlossen, sondern vom Bundestag. Der Gesetzgeber macht die Steuerschlupflöcher. Deshalb wird es höchste Zeit, sie zu schließen. Auch das bin ich leid, dass denen immer wieder Trickwege gezeigt werden, wie sie aus ihrer Steuerpflicht herauskommen. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer haben keine Chance. Denen wird die Lohnsteuer einfach so entzogen. Und die anderen können tricksen. Auch das muss aufhören. Und deshalb sage ich, das Zweite ist, dass wir als Einzige fordern, endlich mal die Steuerpflicht auch an die Staatsbürgerschaft zu binden. Ich bin es leid, dass die Konzerne und die Reichen sich immer aussuchen, wo sie am wenigsten Steuern bezahlen und danach ihren Wohnsitz wählen und den Aufenthalt ihres Vermögens. Aber es ist ganz einfach. Wir müssen das nur binden an die Staatsbürgerschaft. Übrigens haben das die USA gemacht. Und das ist so selten, dass die Linke vorschlägt, US-Recht zu übernehmen, dass sie schon deshalb besonders aufmerksam sein sollten. Und ich war im US-Außenministerium und da haben die uns diesbezüglich Erfolg gewünscht. Da habe ich gesagt, mein Gott, wenn ich in Deutschland verbreite, dass die US-Regierung der Linken in Deutschland Erfolg wünscht, das ist ja auch komisch. Und dann sagten die, naja, nur in dem Punkt, sagten sie. Und dann sagte ich, ja, weshalb denn? Das kann ihnen doch egal sein, wie wir das hier in Deutschland regeln. Nein, sagen die, das ist uns gar nicht egal, weil unsere Reichen immer meckern und sagen, so eine Bindung an die Staatsbürgerschaft gäbe es nur in den USA. Wir wollen denen endlich sagen, nein, die gibt es auch in Deutschland, in Frankreich, in Griechenland, überall, wo wir sie brauchen, in ganz Europa müssen wir das übrigens einführen. Und es gibt noch etwas, was mich bei der Einheit stört. Wir haben 11 Tarifverträge, davon ist in 8 Tarifverträgen ein geringerer Mindestlohn Ost als West vereinbart. Auch das ist nicht in Ordnung. Und hier kritisiere ich Arbeitgeberverbände genauso wie Gewerkschaften. Das gibt es nicht mehr. Die Kostenstruktur ist völlig gleich oder zumindest sehr ähnlich und deshalb gibt es keine geringeren Mindestlöhne dort oder dort. Und dann komme ich zu einem zweiten Thema, das jetzt besonders wichtig ist. Das ist die ganze Frage Krieg oder Frieden. Ich glaube, wir sind ein ungeheurer demokratischer Gewinn in der Bundesrepublik Deutschland, weil wir die einzige Partei sind, die diesbezüglich völlig verlässlich ist und noch niemals einem Einsatz der Bundeswehr im Ausland zugestimmt hat, geschweige denn einer Kriegsbeteiligung. Geschweige denn einer Kriegsbeteiligung. Und heute hatte ich ein Streitgespräch bei der IHK, also keiner linken Fangruppe, ne? Etwas anders zusammengesetzt, die Industrie- und Handelskammer. Und da war dann auch Frau Künast. Und dann sagte sie, mit uns könne man schon deshalb nicht zusammengehen, weil wir nicht bereit sind, Militäreinsätze bei Menschenrechtsverletzungen zu beschließen. Woher kommt denn die Vorstellung, dass man mit Bomben Menschenrechte durchsetzen kann? Also so eine absurde Idee habe ich ja selten gehört. Und übrigens auch bei allen Diskussionen werden diese berühmten Kollateralschäden, schon dieser Begriff, immer rausgelassen. Was ist denn nun eigentlich in Afghanistan passiert? Was war denn der Ausgangspunkt?
Uns ist damals erklärt worden, der Krieg sei erforderlich, um Al-Qaida zu zerstören. Al-Qaida ist aber nach Pakistan umgezogen. Ist alles. Dann ist uns erklärt worden, die Taliban dürfen nie wieder in die Regierung. Jetzt werden sie gebettelt, doch freiwillig endlich wieder in die Regierung zurückzukehren. Dann ist uns erklärt worden, dass die soziale Lage der Menschen dort schwer ist. Ja, sie ist schwerer geworden. Es leben jetzt doppelt so viele Menschen in Slums. Nur noch die Hälfte derjenigen, die schon mal einen Zugang zu sanitären Einrichtungen hatten, haben heute einen Zugang. Haben sie nicht mehr. Hat sich alles geändert. Was haben wir verursacht? Tote Afghaninnen und Afghanen, einschließlich Kinder. Bei den Angehörigen entsteht Hass. Diesen Hass nutzen dann die Bin Ladens, um neue Terroristinnen und Terroristen zu gewinnen. Und es gibt versehrte und tote deutsche Soldaten. Das alles haben wir nicht gewollt. Und das alles hätte es auch mit uns nicht gegeben. Das muss ich mal ganz klipp und klar sagen. Terrorismus kann man nicht mit Krieg bekämpfen. Wer auf Gewalt mit Gewalt antwortet, wird neue Gewalt ernten. Wir müssen endlich eine gerechte Weltwirtschaftsordnung schaffen. Einen neuen Dialog zwischen unterschiedlichen Kulturen und Religionen. Das ist die Chance. Seit 1992 haben wir für die gesamten Bundeswehreinsätze im Ausland 17 Milliarden Euro ausgegeben. Worin besteht der Nutzen, außer für die Rüstungsindustrie? Kann es nicht erkennen. Und ich sage, wenn wir nur 1 Milliarde in die Zivilentwicklung Afghanistans gesteckt hätten, wie viel besser ginge es schon der Bevölkerung, wenn wir diesen Weg eingeschlagen wären? Und ich bin immer dafür bei Straftaten, dass ich nicht falsch verstanden werde, da müssen die Täter ermittelt werden und die Täter müssen zur Verantwortung gezogen werden. Aber Kriegsschlag ist keine Antwort auf Straftaten. Und das Völkerrecht, wie schon gesagt, sieht das auch nicht vor. Aber ich will auch noch was anderes sagen, was mich ungeheuer stört. Welchen Weg hätte es denn jetzt bei Zypern, bei Syrien gegeben? Welchen Weg hätte es jetzt bei Syrien gegeben? Ist auch interessant. Jetzt kriege ich, ich habe gestritten in einer Zeit, in einer Blattkritik, weil die das so befürworteten. Und dann sagten die immer, was würden Sie denn machen? Wobei ein falscher Weg wird nicht dadurch richtig, selbst wenn man einen richtigen Weg nicht kennt. Aber wir kennen ihn. Von Anfang an haben wir gesagt, das Erste, was hätte passieren müssen, darauf hätten sich USA und Russland verständigen müssen. Den Versuch hat es ja nie gegeben. Keine einzige Waffe darf mehr in Syrien geliefert werden. Weder an die eine noch an die andere Seite. Weder durch Russland, noch durch die USA, noch durch Saudi-Arabien oder Katar. Und wenn Sie heute, Sie haben bei dem G20-Gipfel nur darüber gesprochen, ob Russland nicht doch irgendwie bereit ist, einen Kriegsschlag zuzustimmen. Warum haben Sie nie darüber gesprochen, dass die Waffenlieferungen aufhören müssen? Dann und nur dann kann es doch eine erfolgreiche Friedenspolitik geben. Glaubt es mir als Anwalt, wenn eine Seite glaubt, sie kann gegen die andere gewinnen, erreichst du keinen Dialog. Erst wenn beide davon überzeugt sind, dass sie nicht gewinnen können, dann erreichst du einen Dialog. Und die, zu dieser Überzeugung kann man ihnen verhelfen, indem man keine Waffen an sie liefert. Mein Gott, das muss doch möglich sein, dass wir endlich mal aufhören, Geschäfte mit dem Krieg zu machen. Es wird so viel daran verdient. Und wenn es einen Giftgasanschlag gab, dann müsste der Bericht der UNO vom Sicherheitsrat geschickt werden an den Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag. Und der ist dafür zuständig, zu ermitteln, wer die Verantwortlichen sind. Und dann werden Haftbefehle erlassen. Und das ist ein ungeheures Druckmittel, weil die betreffenden Personen erstmal Syrien gar nicht verlassen können. Aber auch dort werden sich die Zustände verändern. Und eines Tages werden sie auch vor Gericht stehen. Denn die Anwendung von Chemiewaffen ist völlig indiskutabel. Darüber brauchen wir gar nicht zu streiten. Aber die Antwort Kriegsschlag wäre völlig falsch. Nun ist es ja so, erst hat Deutschland nicht unterschrieben, dann hat Frau Merkel einen Tag später nach dem G20-Gipfel doch unterschrieben und alles unterstützt. Und der amerikanische Außenminister sagt jetzt, er kann sich auf Europa diesbezüglich verlassen. Weil mir immer gesagt wird, wir sind ja alle einer Meinung. Sie haben nur gesagt, Sie wollen keine direkte Beteiligung der deutschen Armee. Aber ein klarer Ausspruch, anfangs klang es so, da hat sie gesagt, sie will eine politische Lösung. Plötzlich klingt es nicht mehr so. Ich sage euch, alle anderen Parteien sind diesbezüglich völlig wackelig. Völlig wackelig. Die haben keine klare Orientierung. Die Einzigen, die eine klare Orientierung haben, sind wir. Und diese Orientierung dürfen wir auch auf gar keinen Fall aufgeben. Das zeichnet uns in jeder Hinsicht aus. Es kommt aber noch was hinzu. Deutsche Soldaten stehen mit Patriots in der Türkei an der Grenze zu Syrien. Jetzt stellt euch doch mal Folgendes vor.
Die USA machen einen Kriegsschlag gegen Syrien. Die Türkei ist ganz scharf darauf, daran teilzunehmen. Die wollen unbedingt dabei sein. Dann darf Syrien sogar nach dem Völkerrecht darauf antworten. Dann antworten die mit irgendwelchen Raketen. Dann werden die deutschen Soldaten die Patriots losschicken, um wiederum diese Raketen zu zerstören. Ich bitte euch, dann ist Deutschland Kriegspartei im Nahen Osten. Das ist nun wirklich das Letzte, was wir uns aus historischen, moralischen und politischen Gründen überhaupt leisten können. Deshalb habe ich an die anderen Fraktionsvorsitzenden geschrieben. Wir waren natürlich dagegen, die Soldaten dorthin zu schicken und die Patriots wieder. Alle anderen vier Fraktionen waren ja dafür, wieder alle vier. Aber sie haben ja damals gesagt, das war ja ihre Begründung, es könnte einen Angriff von Syrien auf die Türkei geben. Und dann müssten wir halt dieses NATO-Gebiet verteidigen. So sah ihre Begründung aus. Nun steht aber kein Angriff von Syrien auf die Türkei bevor, sondern ein Angriff der Türkei auf Syrien. Damit ist die Geschäftsgrundlage des damaligen Beschlusses entzogen. Und deshalb meine ich, dass wir, wenn der amerikanische Kongress einen Kriegsschlag beschließen sollte, unverzüglich eine Sondersitzung des Deutschen Bundestages benötigen. Der Bundestag muss seine Entscheidung noch mal überprüfen. Und ich möchte wissen, ob die anderen wirklich dabei bleiben, dass wir in diesem Falle Kriegspartei im Nahen Osten werden sollen, oder ob sie dann nicht doch mehrheitlich entscheiden, sofort zurück mit den deutschen Soldaten und den Patriots. Sie haben dort nichts zu suchen. Sofort zurück. Also ich denke, dass wir diesbezüglich eine wichtige Rolle spielen, weil wir die einzige Fraktion sind, die sich diesbezüglich immer gegen alle anderen vier Fraktionen gestellt hat. Und deshalb steht doch nicht vor uns die Frage, wie wir uns ändern, sondern sie steht vor der SPD und auch vor den Grünen. Und das ist alles, worauf wir hinweisen, und zwar zu Recht. Und dann komme ich zum Schluss und sage Folgendes, was mir wichtig ist. Bei der Steuergerechtigkeit gibt es noch einen Gedanken, den wir verbreiten müssen. Der Bundesinnenminister Friedrich hat von seinem Vetorecht Gebrauch gemacht und gesagt, es gibt keine Freiheit für Rumänen und Rumänen und für Bulgarinnen und Bulgaren, weil die Armen sich nicht aussuchen dürfen, wo sie in Europa leben. Seine Begründung ist, dass arm in Deutschland zu sein nicht schön ist, aber noch etwas erträglicher als arm in Rumänien oder in Bulgarien zu sein. Und dann seine These, die Armen dürfen sich das nicht aussuchen, wo sie arm sind. Das ist nicht meine Logik, das ist seine Logik. Aber wenn das seine Logik ist, dann stelle ich mal eine Frage, warum dürfen nur die Armen sich das nicht aussuchen? Warum dürfen sich die Reichen aussuchen, wo sie am wenigsten Steuern bezahlen? Warum dürfen die Unternehmen und Konzerne sich das aussuchen? Wenn schon diese Logik, dann lasst uns mal diese Logik mal anwenden gegenüber den Reichen und den Konzernen. Es wird höchste Zeit. Wer nämlich soziale Gerechtigkeit will, der muss auch Steuergerechtigkeit fordern. Und wer den Leuten erzählt, er könne soziale Gerechtigkeit ohne Steuergerechtigkeit herstellen, der lügt. Das ist unmöglich. Und wir machen das deutlich in unserem Wahlprogramm. In unserem Wahlprogramm. Und deshalb sage ich, was müssen wir den Leuten erklären? Wir müssen ihnen erklären, dass nur eine Stimme für die Linke, nur eine Stimme für die Linke ist eine Stimme gegen sämtliche Kriegseinsätze der Bundeswehr. Es gibt keine andere Partei, die einziehen kann in den Bundestag und gegen alle Bundeswehreinsätze, gegen alle Kriegseinsätze der Bundeswehr immer gestimmt hat und auch stimmen wird. Deshalb sage ich, nur eine Stimme für die Linke ist eine solche, die den Widerspruch gegen die Kriegseinsätze der Bundeswehr nach sich zieht im Bundestag. 70% der Bürgerinnen und Bürger waren gegen den Afghanistan-Krieg. Und diese 70% waren argumentativ im Bundestag überhaupt nur durch uns vertreten. Und wenn wir das nicht argumentiert hätten im Bundestag, dann hätte es auch außerhalb des Bundestages eine viel geringere Rolle in den Medien und im Zeitgeist gespielt. Das zeigt doch, wie wichtig es ist, dass wir gestärkt einziehen, dass die Stimme für den Frieden stärker wird im Bundestag.
Nur eine Stimme für die Linke ist eine Stimme gegen Waffenexporte. Ich finde, es muss Schluss damit sein, dass Deutschland an Kriegen verdient. Wir sind der drittgrößte Waffenexporteur der Welt. Und bei den berühmten Kleinwaffen bis hin zu Maschinenpistolen, mit denen am meisten getötet wird, sind wir sogar auf Platz 2. Ich bitte Sie, in Anbetracht unserer Geschichte ist das doch ein Skandal. Wir müssen endlich sagen, wir wollen nicht mehr an Kriegen verdienen. Deshalb sind wir gegen Waffenexporte. Alle anderen Regierungen, ob Kohl, ob Schröder, ob Merkel, haben immer Waffenexporte genehmigt. Damit muss Schluss sein. Und wieder ist nur die Stimme für die Linke ein Argument gegen sämtliche Waffenexporte. Nur die Stimme für die Linke. Das müssen wir den Leuten deutlich machen. Die ganzen falschen Euro-Rettungsschirme, mit denen Banken gerettet wird und nicht Südeuropa, die völlig daneben liegen, weil der Süden Europas zerstört wird. Man muss ihn aber aufbauen. Man muss nicht nur solidarisch sein mit der Friseurin dort, mit den Arbeitslosen. Wir haben dort Steigerungen, also das kann man sich ja gar nicht vorstellen. Die Wirtschaftsleistungen in Griechenland sind um 24% gesunken. Die Arbeitslosigkeit der Jugendlichen liegt bei 64%. Die ganze Arbeitslosigkeit ist um 193% gestiegen. Wie sollen die denn je ein Darlehen zurückzahlen? Das ist doch absurd. Und die deutschen Steuerzahlerinnen und Steuerzahler haften dafür zu 27%. Das gibt noch ein böses Erwachen, kann ich nur sagen. Die Einzigen, die sich immer dagegen gestellt haben und bis nach Karlsruhe gegangen sind, das ist die Linken. Alle anderen haben immer zugestimmt. Und das Gemecker von Steinbrück über Merkel diesbezüglich ist unglaubwürdig, weil er immer dafür gestimmt hat. Er hat nie dagegen gestimmt. Und das bin ich auch leid. Die SPD traut sich doch nicht mal Opposition zu sein. Nur durch eine starke Linke findet sie vielleicht irgendwann mal wieder die Kraft dazu, was ja auch das Mindeste ist. Nur eine Stimme für die Linke ist eine Stimme gegen die Senkung des Rentenniveaus und die Kürzung der Rente um 2 Jahre. Nur unsere Stimme. Alle anderen 4 Fraktionen waren sich wieder einig. Wir haben es alles zusammen beschlossen. Und es geht anders, weil die Produktivität so steigt, dass wir selbstverständlich in der Lage sind, Rente spätestens ab 65 und das auch in angemessener Höhe zu zahlen. Und die ganze prekäre Beschäftigung. Die SPD will hier eine kleine Korrektur, die Grünen wollen da eine kleine Korrektur. Eingeführt haben sie es sowieso. Aber der Witz ist, sie wollen im Kern die prekäre Beschäftigung aufrechterhalten und wir wollen sie im Kern überwinden. Schritt für Schritt raus aus der prekären Beschäftigung. Ich will auch nicht, dass 52% der jungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nur befristet beschäftigt sind. All das ist nicht möglich. Wir müssen wieder das kündigungsgeschützte Vollzeitarbeitsverhältnis haben. Und Teilzeit nur auf Wunsch, aber mit dem Anspruch, daraus auch wieder Vollzeit zu machen. Das alles ist möglich. Und mit Arbeitszeitverkürzung können wir ganz andere Wege gehen. Deshalb ist soziale Gerechtigkeit auch möglich. Aber wieder ist die Stimme, nur die Stimme für die Linken, eine Stimme gegen die prekäre Beschäftigung. Es wird höchste Zeit, dass dieser Widerspruch deutlich gewählt wird. Und das Letzte ist Hartz IV. Dazu ist es ja schon was gesagt worden. Wir wollen die sanktionsfreie Mindestsicherung. Das ist etwas völlig anderes als dieses demütigende und diskreditierende Hartz-IV-Konstrukt, das endlich überwunden werden muss. Und damit sage ich, ja, die Stimme für die Linken ist eine Stimme gegen in lauter Themen, wo wir eine Mehrheit der Gesellschaft vertreten, die ohne uns gar nicht im Bundestag vertreten werden und damit auch viel weniger in den Medien und im Zeitgeist. Und damit ist es auch eine Stimme für Menschlichkeit. Und es ist eine Stimme gegen den Lobbyismus, den ich derart leid bin und der so zugenommen hat. Ich bin seit 90 im Bundestag. Das hat nicht etwa abgenommen. Das spielte damals eine viel geringere Rolle als heute. Also auch hier sind Entwicklungen eingeleitet worden. Und deshalb sage ich, ja, wir sind ein ganz wichtiges Moment der Demokratie in Deutschland. Denn ohne uns gäbe es viele Gegenargumente nicht, auch nicht in der Öffentlichkeit. Das macht heute unseren Wert aus. Und das ist ein Wert, der von großer Bedeutung ist. Wir sind zweitens, habe ich gesagt, die Partei der Einheit. Das heißt, wer eine Gleichstellung in Ost und West will, muss uns wählen. Nur uns. Und dann sind wir noch vieles andere. Die 10 Punkte sind ja hier genannt worden. Die werden wir in das Parlament einbringen. Auch das ist wichtig. Und wir wollen natürlich auch die Gleichstellung von Frauen und Männern. Ich sage es noch einmal, die Forderung gleicher Lohn für gleiche Arbeit reicht mir nicht mehr. Ich möchte endlich gleichen Lohn für gleichwertige Arbeit. Und ich muss jetzt mal den Männern hier was sagen. Auch auf die Gefahr hin, dass ihr dann sauer mit mir seid. Aber Männer sind komisch gestrickt.
Ich kann es dir gleich beweisen. Das liegt daran, dass wir unseren Wert immer in der Höhe unseres Einkommens meinen zu erkennen. Frauen kommen auf solche absurde Idee nicht. Da sie nicht auf diese absurde Idee kommen, haben sie allerdings zugelassen, dass Frauenarbeit so schlecht bezahlt wird, und die Männer haben nun schon gar nichts dagegen getan. Und das muss jetzt endlich vorbei sein. Gleicher Lohn für gleichwertige Arbeit. Ich möchte Erzieherinnen in Kindertagesstätten, die gut ausgebildet sind und gut verdienen. Ich möchte Krankenschwestern, die gut verdienen. Ich möchte, dass das Pflegepersonal endlich wirklich gut verdient. Und ich möchte, dass die OP-Schwester das Gleiche verdient, weil sie hart arbeitet wie der Stahlarbeiter, der auch hart arbeitet. Das müssen wir durchsetzen. Gleicher Lohn für gleichwertige Arbeit in Deutschland. Das ist das Mindeste, was wir erreichen müssen. Und deshalb sage ich, die anderen Parteien können uns ja tatsächlich nicht leiden. Die tun ja nicht nur so. Und weil sie uns tatsächlich nicht leiden können, reagieren sie nur auf uns. Ist auch wieder ein Vorzug der Linken. Die CDU ändert doch nicht ihre Politik, weil die SPD zulegt oder umgekehrt. Die Grünen reagieren auch nicht auf die FDP auch nicht auf die Grünen. Die reagieren überhaupt nicht aufeinander. Dazu sind sie sich ja auch zum Teil viel zu ähnlich. Aber sie reagieren immer auf uns. Immer auf uns. Und da gibt es zwei Möglichkeiten. Wenn wir verlieren, gehen Sie davon aus, dass wir und unsere Politik sich partiell erledigt. Und wenn wir gut abschneiden, dann gehen Sie vom Gegenteil aus und reagieren. Deshalb habe ich gesagt im Bundestag, ich bleibe dabei, noch bevor wir den ersten dummen Antrag gestellt haben, das kann uns ja auch gelegentlich passieren, ändern die anderen schon ihre Politik. Und zwar, wenn wir zulegen, weil die SPD ja sagt, es geht ja nicht so weiter, dann wird die SPD wieder ein Touch sozialer. Die Grünen werden ein Touch friedlicher. Selbst die Union kriegt so einen Touch ins Soziale, nur wenn wir zulegen. Nur die FDP, die reagiert nicht auf uns, die ist dagegen abstinent, das räume ich ein. Aber die anderen drei Parteien. Das heißt, nur durch die Wahl der Linken kann man erreichen, dass SPD, Grüne und selbst die Union ihre Politik verändern. Ja, einfacher geht's doch nicht. Man gibt seine zwei Stimmen für die Linke ab und ändert drei Parteien. Das heißt, wenn ich die CSU da nehme, vier. Das ist doch gewaltig. Das ist doch gewaltig. Und deshalb verändern wir die Gesellschaft. Und deshalb kämpfe ich so leidenschaftlich auch die letzten zwei Wochen für ein starkes Ergebnis unserer Partei. Ich habe auf dem Parteitag gesagt, wir müssen ein zweistelliges Ergebnis anstreben. Damals haben viele mich nicht für so richtig realistisch gehalten. Aber inzwischen stehen wir schon bei 9. Und ich sage mal, wenn wir uns jetzt anstrengen, dann schaffen wir das auch. Und dann haben wir nicht nur einen schönen Abend, sondern dann haben wir eine veränderte Gesellschaft. Ich glaubt es mir, es wird in den nächsten 4 Jahren viele Gespräche geben. Die SPD kommt nicht mehr raus aus der Falle. Sie ist der Union viel zu ähnlich geworden. Eine starke Linke verändert dieses Land. Je stärker die Linke, desto friedlicher und sozialer Deutschland, letztlich sogar Europa. Mein Gott, dafür lohnt es sich doch zu kämpfen. Lasst uns jetzt streiten. Dankeschön.